Hallo Leute, ja, wir sind hier in Voxelteigen unterwegs, haben hier Züge, die gar keinen Sinn machen, weil hier unten überhaupt nichts gebraucht wird von dem, was ich da gerade anliefer. Kann man hier sehen, was hier gebraucht wird? Wahrscheinlich wird hier gerade Kohle gebraucht, ne? Ist das Kohle? Ja, das ist Kohle. Dann lass uns diese Fahrzeuge hier auf Kohle umswitchen. Das ist jetzt nur die Frage, wenn ich die wegschicke, dann bringen die ja nicht automatisch Kohle mit, ne? Weil die müssen ja dann zum Kohlebergwerk fahren. Oh Mann. Warte mal, wir machen erstmal da Kohle raus. Und das andere bringt es ja schon mal gar nicht. Und dann müssen wir mal gucken, dass der auch nach zur Kohle fährt und nicht nach dem Erz fährt, ne? Warum habe ich das auf? Weil ich geguckt hatte, ob wir noch einen Kredit kriegen. Aber dem ist wohl nicht so. Und wir sind hier ziemlich stark in den Miesen gerade. Wo kommt die Kohle jetzt her? Obwohl der zum Beispiel hat Kohle dabei. Ist das denn am gleichen Bahnhof? Könnte sein, ne? Oder? Wird wahrscheinlich auch angeliefert. Ja, müssen wir mal gucken, ne? Läuft gerade nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Barren, weiß ich gar nicht, ob die hier gebraucht werden. Vielleicht fährt er auch durch. Jetzt fährt hier gerade keiner. Hat der sich hier den Weg irgendwie reserviert? Der kriegt jetzt auch erstmal Kohle aufgesetzt. Einer ist mit Barren. Und die sind hier wohl abgeliefert worden. Und der ist der Erste, der fährt. Und das ist wegen den Signalen wahrscheinlich hier irgendwie am falsch laufen. Aber wir kriegen es nicht ins Plus momentan. Das ist das größte Problem. Es ist etwas schwierig jetzt hier. Ja, der kommt jetzt hier mit Holz schon angefahren, ne? Ja, das kann es ja schon mal nicht sein, dass der hier mit Brettern reinfährt. Wo sind denn Bretter, die man braucht? Hier braucht man zum Beispiel Balken. Die kommen mir aber gar nicht an. Die Versorgung ist schlecht mit Balken. Der hat Balken und die hat er entladen. Das heißt, der kann auch noch mehr Balken gerade machen. Ne, Balken war ja hier richtig. Das ist falsch. Dann bringen gerade nur Balken hierher. Oh, Baumarkt braucht Balken, ja. Er bringt jetzt das und ich hoffe, das wird alles entladen. Ja, das wird alles entladen, das wird also alles hier gebraucht. Hier fahren natürlich jetzt LKWs lang, die noch mit Brettern rumfahren. Wo fährt er denn hin? Gefräßabzweig ist hier, ist klar und. Da werden Bretter tatsächlich gebraucht eigentlich. Ist das verbunden mit dem? Ja, ist es. Und warum nimmt der keine Bretter an? Lager voll. Zu viele Bretter da. Ja, deswegen fahren die da hin und her. Das bringt uns ja jetzt gar nicht weiter. Aber hier ist ja auch ein Baumstamm, den wir gerade ausgemacht haben, oder? Aber Lager voll. Wo haben wir denn noch Möglichkeiten, hier was wegzubringen? Hier ist Kohle, die bringen wir jetzt, glaube ich, da vielleicht hin. Hier sind die, die haben wir auch schon gemacht. Hier ist Erz, auch lagervoll. Das ist einfach zu viel. Hier sind die Barren, auch schon voll. Läuft also auch nicht mehr. Das war jetzt nichts, ne? Hier ist auch im Lager. Bringt uns alle nichts mehr gerade. Das ist jetzt unser Problem. Hier können wir Sand hinbringen, ne? Wird sogar irgendwie hingebracht. Logistik ist da. Okay, da ist da ein Bahnhof. Ja, was machen wir dann jetzt, wenn da so viel hingebracht wird? Dann sind ja zu viele Züge dafür da drauf, ne? Jetzt müsste man gucken, wo man was anderes hinbringen kann. Welche Logistik ist hier? Hier ist Logistik Holz. Balken. Und Steine. Hier werden bestimmt nur Steine gerade angeliefert, ne?
Weil ich da auch gar nicht hinfahren kann, so wie ich das mir vorstelle, glaube, oder? Es läuft gerade so ein bisschen schlecht hier, würde ich sagen, ne? Hier ist Kupfererz. Hier sind auch Balken, aber das Lager ist auch voll. Wir bringen einfach zu viel hierher. Hier, da ist bestimmt leer. Ne, ist auch voll. Ist auch voll. Das war schon von uns begutachtet worden eben, glaube ich, ne? Hier ist auch voll. Stahlbau. Wir können das alles gar nicht gerade liefern. Beziehungsweise abliefern. Ja, weiß ich schon. Oh, jetzt nicht. Ich will jetzt dieses Fenster zumachen. Ach so, ihr seid immer noch auf dem kleinen Bildschirm, ne? Ja, dann schalten wir mal gerade auf den Großbildschirm um, ne? Das war sowieso gerade nicht so erfolgreich, was wir da gemacht haben. Es war gerade nicht so erfolgreich, was wir da gemacht haben, habe ich gesagt, ne? Dann habe ich leider schon wieder zu früh rübergeklickt. Ja, kein. Das ist schon klar, ich weiß, die Bretter, aber wo soll ich sie hinbringen gerade? Wir müssen irgendwo anders was erschließen. Ein anderes Städtchen irgendwie so. Hier, die schließen bald, wa? Wegen nicht zu genug. Aber hier geht, wenn er die Schließung. 68 Tage, aber da war ja noch Waren hingebracht, denke ich, oder? Eisenbahn und hier. Holz ist schon wieder genug da. Oh Mann, ey. Aber wenn wir da. Was war das jetzt? Holz? Nee. Kupfer. Eisenbahn. Müssten wir jetzt Eisenbahn hinbringen. Dann würde ich jetzt einen Zug raussuchen, der da vielleicht dann Eisenbahn hinbringt. Dieser hier. Oder lieber dieser. Oh. Ja, das habe ich jetzt auch schon festgestellt, dass ich gleich bankrott bin, weil hier nichts mehr läuft. Ist jetzt wirklich nicht schön, ne? Und jetzt stehen sie auch gerade alle irgendwie. Und kein Mensch weiß warum. Warum fährt er nicht bis da vor? Weil der nicht vorfährt, oder was? Oh. Wer müsste hier als erstes fahren? Eigentlich der, weil der im Kreuzungsbereich steht. Der hat da aber rot. Signale. Ich habe kein Geld, ich kann nichts bauen. Ich kann auch keinen Kredit aufnehmen. Das heißt, es funktioniert irgendwie nicht. Ich glaube, wir sind gerade am Bankrott. Wie soll das jetzt funktionieren, bitte? Ja, das ist der Zug, den ich gerade ausgewählt hatte. Ich krieg's nie hin. Ich krieg es nicht hin. Das Geld fehlt. Züge fahren nicht, weil, ne? Wem könnte ich jetzt was sagen, dass er fährt? Aber es ist hier, also hier ist ganz schrecklich jetzt, weil der. Vielleicht kann ich das wenigstens abreißen oder kostet das auch Geld? Erstattung? Doch, er kriegt sogar Geld wieder. Vielleicht so besser. Vielleicht klappt es ja jetzt wieder. Aber 200.000 miese schon. Machte da auch nicht so wirklich Sinn, der. Jetzt steht er wieder in der Dingensstrecke, ne? Vielleicht sollte ich das auch erstatten. Machen wir auch. So, jetzt fahren sie wieder. Hoffe ich. Macht dieses Signal hier Sinn? Nicht wirklich, oder? Nee, das macht keinen Sinn, dieses Signal.
Können wir auch abreißen. Ja, jetzt bewegt sich was. Ich hoffe, jetzt kommt mit, ja, hier unten ist jetzt wenigstens schon mal die 10.000 plus. Weil irgendwelche Züge jetzt wenigstens etwas wieder abwerfen. Und was bringt der jetzt dahin? Oder holt der viel mehr? Okay, der holt Kohle und Barren. Ich glaube, das Einzige, was sich rentiert, ne? Und er hier braucht Barren. Er kann da jetzt nicht reinfahren, weil der da drinne steht noch. Und der fährt raus. Dann müsste der ja jetzt reinfahren, ne? Aber hier ist jetzt wieder Minus. Sieht gerade nicht so gut aus. Er holt jetzt keine, doch, er holt auch Kohle und Barren. Das läuft. Er fährt jetzt natürlich nicht, ne? Keine Ahnung warum. Na, jetzt fährt er. Achso, der fährt gerade durch und da war da. Na, okay, deswegen war es blockiert. Ach Mann, ey. Aber ich kann gerade nichts, aber auch wirklich nichts tun. Ich muss jetzt hoffen, dass es Geld plus wird, ne? Warum der jetzt hier... Ja, weil diese Signale alle falsch sind, ne? Das sind alles Vorsignale. Hier wird das Vorsignal Sinn machen, damit die Kreuzung nicht blockiert wird. Hm. Wer wartet jetzt hier auf wen? Okay, jetzt fährt der schon, okay. Ich habe mich schon gerade gewundert, warum der nicht weiter einfach fährt. Der fährt jetzt da durch. Und da steht noch einer drin, der wartet, dass er raus kann. Okay, der fährt jetzt auch. Der fährt auch. Geht jetzt gerade, oder? Wie ist mit dem Geld? 238, wird immer mehr. Es liegt auch daran, dass ich irgendwo diese Fahrzeuge alle nicht jetzt umsatteln kann. Es gibt keine Abnehmer. Hier, da können Holzbarren hin. Vielleicht sollte ich dieses LKW da mal anders fahren lassen. Wen haben wir hier jetzt hier? Streckenübersicht. Holzbretter zu Birges Halt. Holzbretter zu Wirgeshalt. Das sind aber keine Holzbretter, die da fahren müssen, ne? Fahren denn da Holzbretter? Ja, natürlich fahren da Holzbretter. Aber da sollten wir die fahren lassen. Der fährt schon das. Und der fährt auch schon das. Und der fährt auch das. Das passt ja eigentlich, ne? Einen habe ich jetzt umgeswitcht noch. Also es ist auch doof, dass so ein Fenster da hingeht. Ne? Ich könnte es verschieben, um zu schließen. Ne? Würde vielleicht Sinn machen. Jetzt ist hier wieder der GAU. Jetzt stehen sie wieder alle hier. Keiner fährt. Weil er hier nicht entladen kann. Schicken wir weiter schnell. Macht er aber noch nicht mal, oder was? Doch, jetzt fährt er. Aber ich kriege da einfach keine Dingens hin und es sind 266 Miese. Hier tausende von Meldungen, ne? Ja, ich glaube, das nimmt ein jähes Ende hier in Wuchselteigen. Überversorgungswarnung, ja, die bräuchten wir auch. Fahren sie jetzt wenigstens wieder? Ich glaube schon, ne? Ja, entlädt. Die Kohle schon mal nicht mehr, ne? Nö. Kohle ist jetzt auch überladen. Jetzt kannst du das auch schon rausbringen. Aber dann kannst du eigentlich auch noch gucken, dass du jetzt hier Barren noch bringst. Das ist das Einzige, was wir jetzt hier noch rumbringen können, was vielleicht noch abgeliefert werden kann. Aber das wird ja auch nicht lange dauern, dann ist das auch erledigt. Der fährt hoffentlich durch.
284, es ist verhext. Ja, keine Chance, ne? Fahrzeuge, die jetzt wiederkommen, ne? Kann ich die verkaufen? Kann man sie direkt verkaufen, ist die Frage. Fahrzeugfolgen, ne. Muss ich zum Depot schicken. Alle, die jetzt hier reinfahren und schon voll sind, die kann ich auch gleich nach Hause schicken. Weil das bringt ja nichts. Vielleicht kann ich die verkaufen und komme dann wenigstens auf den grünen 2 und krieg wieder was ans Rennen. Der ist leer. Der kommt auch voll an, der kann also auch weg. Der ist auch voll. Open war nicht richtig, ne? Schickt die alle zum Depot, macht ja anders keinen Sinn. Einfach zum nächsten Depot schicken. Habe ich den schon? Wo ist das Depot, wo sie hinfahren? Wir haben nur eins, ne? Glaube ich. Das ist das hier. Hupen. Ne, ich will ja nicht kaufen, ich will verkaufen. Alle verkaufen. Ja. Muss ich gucken, dass ich durch den Verkauf dieser ganzen Fahrzeuge, lass mal schneller laufen. Die kommen ja jetzt hier hoffentlich ein paar wieder, ne? Da, der. Alle verkaufen. Ja, 110.000. Alle verkaufen, ja. Jetzt sind wir einmal im Plus. Warte, jetzt müssen wir wieder langsam laufen lassen, beziehungsweise anhalten. Jetzt müssen wir schon mal ein bisschen überlegen, was wir hier machen. Also hier wäre ganz dringend nötig, Signale zu haben, damit die Züge weiterfahren. Kriege ich die hier denn hin? Geht sogar. So, jetzt stören die nicht mehr diese Kreuzung, glaube ich. Lass mal Pause rausnehmen und aber langsam laufen lassen. Was hat er jetzt für ein Problem hier? Ein einseitiges Signal im Weg. Auch sehr schön, ne? Er kann einfach nicht hier hinten lang fahren, ne? Ist für mich unerklärlich, warum das jetzt nicht geht. Ach so, er kommt da nicht rum, das ist es. Kann ich denn ihm hier sagen, fahr da lang? So müsste es gehen, oder? Ja, das Zeichen ist ja schon weg. Wer fährt denn jetzt? Keiner? Wer muss denn fahren? Der? Oder muss der fahren? Ah, der da unten fährt jetzt. Wir sind knapp im Plus und durch den Verkauf haben wir natürlich nur Plus. Und hoffen jetzt, dass es irgendwas noch bringt. Können noch mal schnell gucken, dass wir da hinten die Fahrzeuge noch mal anpacken, wenn da noch welche sind. Ne, sind aber keine in der Garage. Alle anderen sind verkauft. Okay, aber wir haben auf jeden Fall schon mal das Geld wieder in der Kasse, dass es weitergeht. Und jetzt müssen wir gucken, was hier so läuft oder nicht läuft. So, was wird hier entladen? Bretter und auch die Dingens werden entladen. So, das heißt, wir müssen bei... Nicht, doch, Bretter sind weg. Balken sind weg und Stämme sind weg. Ist alles eingeladen. Das heißt, die fahren jetzt wieder. Okay, das bedeutet, wir müssen in der nächsten Folge mal schauen, was wir hier machen. Aber das halten wir jetzt mal lieber an und gucken, weil unser Geld ja doch mit 44.000 sehr bemessen ist. Und ja, da müssen wir mal gucken, welche Fahrzeuge hier noch Sinn machen oder nicht. Dieser hier zum Beispiel, den kannst du gleich ins Depot schicken, weil der fährt ja auch wieder zurück.
Müssen wir gucken. Ich sag mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.